Prozent. Und jetzt aufgepasst, Freunde des Dressursports, denn diese beiden, die jetzt in der Vorbereitung sind, konnten dreimal hintereinander diese Prüfung hier bei uns in Mannheim gewinnen. Wir drücken Ihnen auch heute wieder die Daumen. Für Deutschland, für uns, jetzt Loverboy, 16 Jahre alt, von Lorentin aus einer Alcatraz-Mutter und im Sattel Jenny Lang-Noppe, Germany.
Die Vorjahressieger, auch heute wieder tolle Vorstellung von Loverboy und Jenny Lang-Nobbe. Dankeschön an dieses tolle Paar. Dann jetzt also das bestätigte Ergebnis für Sir Coon Springflower und Jenny Larsen. Und erfreulicherweise nach dem Nachrechnen jetzt dann doch nochmal eine deutliche Korrektur. Richter bei E 75,25 und 83%, heißt 79,125. Bei H 72,75 und 75,375. Richter bei C 73 und 76, 74,5. Richter bei M 74,25 und 78, ergibt 76,125. Bei B 71,75 und 75, heißt 73,375. Und das ist die neue Führung mit 75,7%. Total Scoring for Circon Springflower and Jenny Larsen, 75,7%. And now in the lead. Und dann schon unser letztes Paar zu uns gekommen. Fantomas, 18 Jahre alt, Sohn des Floristan aus seiner Pilotmutter. Ganz erfolgreich unterwegs waren die beiden in Stadtpordra in Österreich in diesem Jahr. Ende 2015, Zweiter im Grand Prix von Kreuth. Heute freuen wir uns jetzt auf Stefanie Weiermüller, Deutschland, Germany.